Ist da jemand? Ey, Leute, ich danke! Ich bin total, ich sehe nichts mehr gescheit, aber naja. Okay, vorwärts. Zugriff! Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ist so, hallo? Und ich mal schießt hier einer mit der Uzi um die Ecke. Das ist doch in Ordnung. Halt, ich wollte nochmal nach einer Sprengfalle. Ich wollte nochmal nach einer Sprengfalle gucken. Da ist nämlich keiner. Hör auf, an mich zu schießen, Digga. Geh auf den Scheiß. Okay, zusammen passen wir nicht durch. Na, fette Scheiße. Oh. Die ist verschlossen. Oh. Er nimmt die Hände hoch. Es ist immer noch mutig. Küche ist sicher. Wegen den Sprengfallen. Ich habe geguckt vorher. Achso, das ist gut. Ja. Ich gucke auf die Fenster oben. Scheint aber nichts zu sein. Das ist das pinke Zimmer da oben. Hier steht auch wieder einer mit selber Bewaffnung genau hinter der Tür. Warte mal, da müsste doch eigentlich das Pfefferspray, wirkt das durch die Türen? Bestätigt? Nee. Weiß ich nicht. Musst du mal ausprobieren. Mach ich gerade. Ja, voll in den Kopf geschossen. Die ist trotzdem hinter der Tür. Armin? Ja, die stöhnt, der stöhnt. Ja, der eine mit der Waffe ist aber völlig unbeeindruckt. Keine Sprengfalle, ich würde jetzt einfach mal gegen die Tür gegentreten. Warum kann ich gegen die Tür? Mach. Ich kann nicht. Junge, das jetzt läuft ja richtig hier. Hier ist offen hier rechts. Geht er runter? Ja, ich weiß, hab ich gemerkt. Da unten ist einer. Er geht runter. Jetzt hat er schon wieder auf mich geschossen, der Teamkamerad. Alter. Oh, geh mit Schild runter. Vorsicht! Irgendwas ist bei euch Action, oder? Nö, alles gut, ja. Aber ich hab nur einen falschen Knopf gedrückt. Ist doch gerade noch einer weggerannt. Hast du ihn erwischt? Nö. Mit der Lederjacke? Wo ist der hin? War ein Nena. Sprengfalle? Nein, hey, gut, okay. Shit. Gleich mal rausgucken. Hier ist er nicht. Ah, die Tür nach draußen ist auch offen, die war Raum also gesichert. Hab ihn. Er hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Ja, dann schieß auf ihn. Das mach ich schon. Ich hab dort den Keller auch noch einen. Ich hab eine Granate in der Hand, Alter. Hab ihn getasert. Was hast du denn für eine Granate in der Hand? ES-Gas. Runter. Warte, dann gucken wir mal, ob wir die hier gebrauchen können. Hab einen. Ich hab ihn keine Sprengfalle, keine Person zu sehen. Also die kannst du gleich die Treppe hochwerfen. Alles klar. Er hat so die halbe Treppe gefressen. Ich hab's. Aber warte mit dem Hochschmeißen, ich mach erstmal hier. Nicht, dass uns wie eben einer wieder durch den Rücken gerannt kommt. So, jetzt. Oh! Treppe stört eine. Ja, ich bin fast tot. Er geht runter. Belastend. Bin tot. Was? Ja, und ich. Mir geht's nicht viel besser. Okay. Safe. Lol, Alter, wie die gar nicht noch auf den Korb hatte, Alter. Hier ist eine Sprengfalle vor der Tür, tatsächlich. Lass sie erstmal. Nicht bevor wir nicht wissen, dass da keiner mehr ist. Hier ist keiner mehr. Gut. Geh ich die jetzt. Hast du die da hinten reported, ja, ne? Ja. Ich will nicht alleine da hin, oder wie? Nee, nur einer. Weil die ist auch noch verschlossen. Da hat's aber jemand ernst gemeint. Von der anderen Seite noch eine Sprengfalle. Es würde mich in diesem Spiel nichts mehr wundern. Nee, das ist richtig. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gleich wieder hier voll den Kugelhagel abkriegen. Ja, wo? So wie jetzt. Da ist der Kugelhagel. Ja. Bist du auch RIP? Ja, bin tot. Das ist gejinxed mit dem Kugelhagel. Ja. Alter, reicht jetzt auch wieder mit Ready or Not, ne? Genau da. Ich sag ja, 3-4 Stunden kannst du das Spiel spielen und danach. Alleine auch schon wegen der Auswahl der Karten halt, ne? Dass man halt so wenig hat. Wenn wir jetzt so ein paar mehr wären, wäre es ja cool. Wo ist die Sau hinter hinten? Ist er? Er rennt rein. Hätte schießen sollen.
Alter. Ja. War den ist auch RIP? Ja, ich hab nach rechts geguckt, wollte anvisieren in dem Moment. Bin ich alleine? Ja. Du bist jetzt alleine, ja. Na, Prost Mahlzeit. Im oben Haus steht noch einer mit einer richtig gut schönen Knarre. Ja. Das wird doch eh nichts mehr, aber naja, ich guck mal, wie weit ich komme. Ja, versuch doch einfach mal, vielleicht schaffst du es ja. Hier, du kriegst Schüsse ab. Falls dich interessiert. Ich hab's mitbekommen, aber... Ja? Danke für den Hinweis. Ja, ich bin doch für dich da. Steht hier einfach auf. Hä? Ja, finde ich auch ganz schön frech. Was ist ein Snitch? Was ist ein Snitch? Ja, okay, das ist ja taktisch unklug, erst die, die keinen Widerstand geleistet hat, zu fesseln und dann die, die Widerstand geleistet hat, aber naja. Was meinst du, die steht doch mal auf und will dich umbringen? Ach Quatsch, das passiert hier doch nicht. Halt die Fresse, sonst kriegst du Softair-Kugeln ins Gesicht. Softair? Paintball. So ist dasselbe. Kugeln, die beschleunigt werden. Oh, Soft Air. Das wäre auch schön. Eine Runde mit Soft Air Waffen. Nee, ich glaube nicht. So, wahrscheinlich gehe ich hier jetzt gleich gepflegt drauf. Oh, mein Laptop ist heute bei mir ins Kopf. Was ist dein Laptop? Ein Hitzkopf. Was ich geil finde, jetzt diese Gummi Schrotflinten oder was das sind, die diese dicken fetten Gummiprojektile schießen, das wäre mal geil. Ja, das ist wahr. Also die Tür hier ist auch das volle Programm für dieses Multitool. Bei dir auf der normalen Teamcam sieht man nicht mal den Draht. Ist richtig. Was hast du da durchgeschnitten? Die Luft. Hat sich ja gelohnt, die Sprengfalle. CPU und GPU brutzeln gerade vor sich hin. Ich könnte auf Suppe machen, Alter. Ja, CPU brutzelt gerade bei schön 88 Grad und GPU ist bei 78, ist in Ordnung. Guter Wert. Da steht einer ohne Waffe, so wie es aussieht. Ja, Nick. Hier ist gar nichts. Doch, da ist eine Wedge. Ja, das weiß ich auch. Ich meinte hinter der Tür. Naja, nutze ich die Zeit mal. Ich mache mir mal kurz was zu futtern. Wahrscheinlich fliege ich jetzt in die Luft. Na, doch nicht? Cool. Wie, von den beiden hat sich jetzt keiner gewehrt? Das wundert mich irgendwie. Oh, ich sehe gerade, mein einer Arm hat auch schon was abbekommen. Sag doch mal einer Bescheid. Oh, die muss noch reportet werden. Und Marius liegt vor den Katakomben an der Treppe nach oben, der muss noch reported werden und Waffe. Ich muss dann noch oben bei dem Loch reported werden und mit der Waffe und da muss auch noch der Typ niedergemackelt werden. Ah, oh, cool, und da ist steht auch noch der eine Typ da? Drin. Ja. Wenn er noch da ist. Hat auf jeden Fall irgendwas wie eine MP oder sowas. Großes Kino. Die hängt in der Tür. Weiß. Das nenne ich Glück. Das war kein Glück, das war irgendwas, aber kein Glück. Das war ein, mir ist es mittlerweile egal, ob ich drauf gehe. Ich meine mit dem Treffer.
dass er nicht getroffen hat. Erwähnt ihr schon, dass meine CS-Granaten leer sind? Nein. Okay, da steht direkt einer hinter. Und da wäre eine Falle hinter, dann gehe ich doch da hinten durch. Police, hands up! Put your hands in the air! Arms out! Hands up now! Hands in the air! Hands where I can see them! Guns down, I don't have any more. Es wird jetzt aber auch langsam Zeit. So, die wäre auch entschärft. Und ich habe eine Tür gehört, das macht mir irgendwie... Das war nicht das, was ich wollte. Okay, aber wenn da keiner hinter ist... Oh Scheiße, wir können ja froh sein, dass es keine Sprengfallen oberhalb des Türrahmens gibt. So, so ganz oben. Na ja, gut, man kann ja bis ganz oben hingucken. Das wäre trotzdem mies. Denkst du auch, unten ist ja keine. Scheiße, was. Ja, war da links die Treppe gleich hoch. Da ist Marius. Ja genau, erstmal die Waffe anschreien. Mhm. Da unten ist er nicht. Hab ich noch. Der war oben in dem Haus. Ja, definitiv. Warte. Wollte gucken, ob ich noch Türkeile habe. Mhm. In welchem Haus? Genau. Also wo genau in dem Haus? Tür rein und dann rechts dahinter war er. Rutsche zur Treppe runter. Okay, das Magazin ist noch voll. Rutsche da jetzt hinter der Tür rechts. Fahrer. Officer down, possibly life threatening. We need evac. This is talk. Copy that. Da hat er gestanden. Ich müsste jetzt direkt unter deinen Füßen sein. Ja, du bist schon gemeldet. Hast du meine Waffe? Da gucke ich gleich, sobald die... Ich wollte nur erst, bevor ich beim Waffe sichern erschossen werde. Da hatte ich nicht so Lust drauf. Dann wird da unten sein. Das da ist... irgendwas mit Stromhaube. Da ist auch was. Aber das ist sie, die wusste ich nicht. Also doch, Katakomben. Ich hab sowas von keinen Bock, da alleine reinzugehen. Hat die gerade Loser zu mir gesagt? Mhm. Hat sie. Und wie läuft's? So, er hat sogar noch Uschi bei uns oben gefunden. Echt? Ja. Ist sehr gut. Ah, eine Zivilistin. Also, jetzt das muss er... James T. Kirk auch nicht erwartet. Weißt du, was das Problem ist? Er muss alleine in die Katakomben. Und er hat kein Gas, kein gar nichts mehr, ne? Warte mal. Er hat doch hier noch Pfefferkugeln. Gas habe ich exakt 0 Granaten noch. Ich habe da mal Licht gemacht, ne? Die Tür hier, da war auch keine Sprengfalle oder sowas? Nein, die hatten wir aber auch offen gelassen, tatsächlich. Da hinten ist doch was, oder? Nee. Schon gut, ich dachte, da ist wer. Denkt einer in der Wand? Cool. Der, der Küststein. Hm. Oh, warte mal, oh, sehr schön. Hm? Ja. Gibt's nicht, Alter. Ich sterbe doch jetzt gleich. Gleich sterbe ich doch, wetten? Nein, tust du nicht. Zieh das Ding durch da. Los, zack! Das ist bestimmt wieder so ein Drecksrunner, weißt du?
Also in den Katakomben ist er schon mal nicht. Toll. Zeitverschwendung. Hol ich mir nochmal kurz meine Belohnung vom Tom ab. Zack. Den Bonus. Wo ist der denn? Wer das jetzt geil hier draufklicken könnte und einfach so, mach dein Bett. Freue ich mich jetzt schon so hart drauf, ne? Alter. Das wird. Das ist das, worauf ich mich am meisten freue, Leute. Tom zu sagen, er soll sein Bett machen. So ein Schnacker bist du, ey. Das hättest du echt nicht sagen sollen, ne? Digga, das ist echt. Aber ich mach das nicht so günstig, Alter, dass ich das nicht jeden Tag machen muss. Ja, kannst du 20.000 machen, würde ich auch machen. Viel zu teuer. Was, 20? Viel zu günstig, meine ich. Viel zu teuer, du kannst doch irgendwie auch noch 5 machen. Du kannst es dir halt aber auch limitieren, dass du es nur einmal am Tag machst, ne? Kannst ja einstellen. Wie oft du es in den Stream machen kannst und wie oft es jemand machen kann. Ja gut, ich mache ja auch mein Bett nicht zweimal am Tag. Wenn es gemacht ist, ist es gemacht. Deswegen stellst du einfach ein, so, ja, einmal im Stream. Ich mache einfach einmal pro Woche. Eigentlich. Nee. Das geht tatsächlich nicht. Oder geht das? Warte, ich muss gucken. Wo ist denn der letzte Vogel jetzt? Ich sehe jedes Mal dieselbe Scheiße. Das sehe ich nämlich auch kommen. Darauf wird es hinauslaufen. Chemobecher. Ich sag's euch, es gibt fast nichts Geileres eigentlich. Außer, dass die Dinger inzwischen 1,20 € kosten. Die waren im Angebot für 77 Cent, da habe ich zugeschlagen. Dann geht's ja. Vorhin war ich mit der Frau beim Netto gewesen, da wollten die 1,19 € für so ein Pott haben. Weiß ich nicht, ich geh nicht zum Netto. Wieso nennt man die eigentlich Chemobecher? Weil die aus 100% Chemie bestehen. Aber sie sind verdammt lecker. Und dabei die sind verdammt lecker, bestehen zu 100% aus Chemie und haben einen Nährwert von nicht existent. So ungefähr. Und sind lecker. Leute, ein gratis ASMR-Video mit dabei, ne? War hier schon wer? Ja, von da sind wir gekommen. Oh. Kannst du mal durchgucken. Ich gönn mir so lange in der Zeit Chemie. Jo. Na super, und ich hab keine Tür-Zumach-Dinger mehr, sonst hätte ich die Tür verriegelt, aber gut. Wo kann der denn dann noch sein? Im Haus. Aber da war ich, glaube ich, auch überall eigentlich. Was hast du für eine Sorte, Marius? Gerade gönne ich mir eine Tomate Mozzarella. Ah, wild, okay. Dann habe ich noch Tomate. Was? Ja, Tomatensauce. Ja, genau. Achso. Dann habe ich noch. Es gibt ja auch Menschen, die essen den normalen Kartoffelbrei. Das ist in deiner Tür gewesen, rechts. Da war ich eben auf der anderen Seite, ja. Okay. Alter, ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich nehme mich auch, Alter. Geil, Schau, er geht runter. Geil, Junge. Asten. Geil, Typ. Ja, es hat aber auch nicht viel gefehlt, dass der mich gehabt hätte. Ja, macht ja nichts. Aber du hast ihn. Ja, siehst du, ich würde. Arm ist hinüber. Weste ist hinüber. So, dann will ich aber auch die Punkte für die Waffe noch haben. Ehre, das gibt bestimmt einen B-Rang mindestens. Ey, alles fertig. Eben, ohne Verluste. Also, Yannick geht in. Wie, das waren nur 19 Solo? Minuten? Nur? Ja, es kam mir vor wie eine Stunde oder so. Ah, hier kann man schnell. Alter! Das ist perfekt gerade da auf der linken Seite. Außer NoF ist das injured. Alter! Ich sag mal so: dafür, dass drei tot umgefallen sind, geht's echt.